Inwieweit können Aligner-Schienen der Prävention dienen? Aligner können in mehrfacher Hinsicht der Prävention dienen. Zum einen natürlich durch die Verbesserung der Zahnstellung erhält der Patient eine bessere Reinigungsmöglichkeit. Folglich ist das Risiko, an Parodontitis zu erkranken, Abbauten zu haben, Entzündungen zu haben, deutlich geringer. Das heißt, wenn der Patient in der Lage ist, solche Situationen besser und einfacher zu reinigen, haben wir eine Prävention gegenüber diesen Dingen wie Parodontitis. Zum anderen kann man es aber auch nutzen, um in der Gelenktherapie, und CMD ist ja momentan in aller Munde und wir geben uns sehr viel Mühe in der Zahnmedizin heutzutage, auch darauf zu achten, dass die Zahnstellung, die Stellung, Positionierung der Gelenke, die Positionierung der Kiefer mit beachtet wird. Auch hier können wir heute präventiv tätig werden. Gerade bei Patienten zum Beispiel mit sehr steilen Fronten im Oberkiefer kann man mit sehr einfachen Maßnahmen innerhalb der Aligner-Therapie den Patienten sehr, sehr weit bringen und vorbeugend arbeiten, damit keine schwereren Gelenkerkrankungen später auftreten. Der dritte Punkt, in dem man Aligner präventiv nutzen kann, ist präprothetisch. Denn häufig war es der Fall, dass man einfach, um ein besseres ästhetisches oder auch funktionelles Ergebnis zu bekommen hat, Zähne sehr groß abgeschliffen hat. Heutzutage können wir vor der restaurativen Therapie die Zähne erst in die Position bringen, mit sehr einfachen Mitteln wie Alignern, um dann anschließend eine deutlich minimalinvasivere Therapie durchzuführen oder vielleicht sogar Non-Prep-Situationen schaffen können, indem wir gar nicht mehr abschleifen müssen. Das ist einfach eine Vorbeugung, um die Zähne zu schützen vor jeglichen negativen Einflüssen der restaurativen Therapie. Und wenn wir bedenken, dass wir auch sehr viel mit Smile-Design heutzutage arbeiten, dann ist die Aligner-Therapie auch hier sehr gut und sehr präventiv möglich, weil wir einfach innerhalb dieser Therapie sehr wenig negative Auswirkungen auf den Restzahnbestand bekommen. Seit wann gehen Sie in Ihrer Praxis denn so vor? Ich nehme mal an mit Invisalign Go. Nein, ich bin Invisalign Full zertifiziert, ja. Da ich auch einen sehr großen kieferorthopädischen Hintergrund habe, schon seit 20 Jahren. Auf die Aligner-Therapie mit Invisalign sind wir eingestiegen vor 4-5 Jahren und haben seitdem auch unsere Workflows, auch unsere Planungen in der Prothetik angepasst, weil wir einfach nun in der Lage sind, andere Voraussetzungen zu schaffen mit Alignern, um den Patienten bestmögliche Ergebnisse zu kreieren. Was empfehlen Sie denn Zahnärzten, die jetzt nicht so einen umfangreichen kieferorthopädischen Hintergrund haben? Welche Therapiemöglichkeiten mit Invisalign haben diese Zahnärzte? Es ist ganz wichtig, zumindest sich mit der Therapie mit Alignern zu befassen. Entweder ich sage, das ist nicht mein Metier, dann muss ich aber wissen, wie ich dem Patienten trotzdem helfen kann und jemanden kennen, der mit mir zusammen gemeinsam diese Behandlungen plant. Auch wenn ich anschließend nur den restaurativen Part übernehme. Aber es ist heutzutage gerade für kleinere Veränderungen, gerade in den Fronten oder von Prämolar zu Prämolar, durchaus möglich, mit Invisalign Go sehr, sehr gute Ergebnisse und sehr, sehr vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen. Aber jeder Zahnarzt muss sich selber damit befassen. Er muss sagen, das ist was für mich, was ich mir zutraue, oder ich habe jemanden, der das für mich erledigt. Aber er muss auf jeden Fall eine von beiden Möglichkeiten ausführen.